Hallo, liebe Freunde des gepflegten Evolutionsspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Ancestors. Wir sind hier gerade wieder dabei, was heißt gerade, immer noch dabei, Affen zu suchen für unser, für unseren Clan. Und sind gerade dabei, hier auf ein neues Gebiet gestoßen oder auf ein unbekanntes Gebiet, wo wir tatsächlich noch gar nicht waren. Das finde ich gerade spannend. Und deswegen schalten wir das mal noch frei. So, kann man hier auch hören? Ja, aber hier ist nichts zum Hören. Gut, dann folgen wir einfach mal den Lichtstrahlen. Das ist immer so das Zeichen in die Richtung, wo wir müssen. Wobei die gerade in den Felsen reingehen. Das ist ein bisschen strange. Hier ist ein Versteck. Mir war gar nicht so bewusst, dass wir hier noch gar nicht waren. Aber ja, das ist natürlich gut. Gehen wir auf Riechen. Wie gesagt, die Sinne müssen benutzt werden. Beim letzten Mal ja gesehen. So, jetzt hoffe ich, dass wir das Gebiet irgendwie freischalten können hier. Er will halt, dass ich... Ah, okay, gut, dann freischalten. Mindestens 5-mal die Angst vor dem Unbekannten überwunden. Sehr gut. So, jetzt bitte lass hier andere Affen sein. Es sieht aber nicht danach aus. Scheibenkleister. Was ist, wenn wir hier auf den Baum klettern? Wir sehen zwar... Oh, Honig. Oh. Oh, seht ihr das? Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, da hinten kommt Mutti-Schlange an. Oh, shit. Mal, dass wir hier oben lang gehen, dass wir sie irgendwie umgehen können. Denn da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine große Lust drauf. Alarmiert. Ja, das ist schön. Geh erstmal hier auf den Baum. Ach, durch die. Das ist ja nur eine. Das ist eine Giftschlange. Die ist jetzt, sag ich mal. Nervig. Aber sie ist nicht unbedingt direkt tödlich. Ja, das ist die grüne Mamba oder wie auch immer man sie nennen will. Ausgereiftes Neuron, Sinne, sehr gut. Aber wir finden einfach partout keine anderen Affen. Das ist echt, das ist blöd. Also wenn ihr da irgendwie Tipps für mich habt, immer her damit. Denn ehrlich gesagt bin ich gerade so ein bisschen, naja, am Verzweifeln. Ja, ein bisschen schon, ja. Weil wir halt einfach das Problem haben, dass unser Clan halt im Moment durch diese Angriffe, oder durch die Verluste besser gesagt, so krass minimiert ist. Übrigens, ich habe ja... Wer bei mir auch Greedfall schaut, das Rollenspiel, habe ich ja mal gesagt, dass der Himmel, die Himmelstextur so ein bisschen hochauflösender sein könnte. Hier sehen wir, wie das aus... hier sehen wir, wie es in dem Spiel aussehen könnte, der Himmel, ne? Das ist das, was ich meinte. Also wenn ihr euch für Greedfall interessiert, schaut ruhig mal in die Playlist rein. Schönes Rollenspiel. Ist nicht... Also, das Spiel ist nicht schlecht. Keine Frage. Das Spiel macht richtig viel Spaß. Aber man merkt halt, es ist... fehlt noch ein Ticken so bei Kleinigkeiten, finde ich halt. Fehlt da halt was. Aber egal, trotzdem cooles Spiel, also Greedfall könnt ihr euch gerne mal anschauen. Gibt's auch bei Games Planet, genauso wie Ancestors. Also wenn ihr euch für Ancestors oder für ein anderes Spiel interessiert, schaut ruhig mal in den Affiliate-Link rein. So, ja, wir sind schon wieder müde. Wir müssen uns mal einen Safe-Spot suchen, wo wir schlafen können.
Der Safe Spot wird vermutlich nicht hier sein. Das nützt aber nichts. Lass den Stock mal fallen. Lass uns mal kurz ein bisschen schlafen. Auch wenn das jetzt, wenn ich mich ja nicht wohlfühle. So, nimm den Stab. Sehr gut. Da hinten ist wieder ein Wasserfall. Aber keine anderen Affen. Was ist, wenn ich auf Hören gehe? Okay, er hört gerade nichts. Na gut, so, dann geht's halt weiter, ne? Der Mond sieht schon geil aus. Da gibt es auf jeden Fall was zu entdecken. Das sieht auch wie ein relativ sicherer Ort aus. So, lass uns mal bitte hier... Ach, können wir schon gar schon. Was haben wir denn hier entdeckt? Neue Sehenswürdigkeit. Kaskadenoase. Okay, cool. Abgeschlossen, okay, cool. Oh ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch wieder eine Höhle, oder? Nee, das sind nur so Spinnenweben. Da geht es nirgendwo rein. Nee. Okay. Naja, immerhin, wir entdecken ein paar neue Sachen. Das ist ja schon mal ganz cool. Müssen wir hier mal den Fluss überqueren. Huch. So, da auf den Stein. Und huch, upsala, da auf den anderen Stein. Sehr gut. Toter Zweig. Kapok. Aber partout keine anderen Affen. Echt schade. Der Dschungel wirkt so ein bisschen ausgestorben. Das finde ich schade. Also klar, du hast halt immer mal die Monster, die einen angreifen. Also was heißt Monster? Ist ja falsch. Also die Tiere. Da kommt mal eine Schlange, da kommt mal ein Jaguar, da kommt mal ein Säbelzahntiger. Aber ich meine, es gibt ja auch noch, also Vögel, keine Ahnung, alles Mögliche. Es müssen ja nicht immer andere Affen sein, aber... Ach, jetzt sind wir wieder im unbekannten Gebiet. Gut, dann schalten wir die ganze Sache mal frei. Oh, da war was Unbekanntes. Das kennen wir noch nicht. So. Jetzt müssen wir halt in die Richtung. Da hinten ist das Licht. Kommen wir hier runter? Ja. Ist hier noch unbekannte Sachen?
wir hier zum Fluss? Wie können wir den überqueren? Muss ich hier runter? Spült's mich hier weg? Okay, immerhin, wir haben was freigeschaltet. Also wir haben wieder ein neues Gebiet freigeschaltet. Also die Expedition ist jetzt hier gerade nicht komplett wertlos. Aber natürlich mit dem Ziel, dass wir hier... Nee, genau, hier. Leg mal den Stab ab und dann... Inspizier mal. Oh, irgendwelche Bären. Da bin ich immer vorsichtig. Neue Nahrung. Holunderbeere. Okay, iss mal. Das müsste ja eigentlich schmecken. Oh, jetzt haben wir uns den Magen verdorben. Ja, super. Nimm dein... Stock. Eieiei. Weil wir wieder zu gierig waren. Ach du lieber Himmel, da geht's ja gar nicht hoch. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah, hier rüber, okay. Na, wobei... So, warte mal, geh mal hier auf die auf diese Insel. Lass den mal fallen. Leg dich mal hin. Hallo, du sollst dich hinlegen. Hinlegen. Alter. Kannst du dich bitte mal hinlegen? Dann ergreif halt den Stock. Jetzt leg ihn wieder hin. Und leg dich hin. Meine Güte, ey. So. Er hat sich ein bisschen überfressen. Bisschen vergiftet. Zu viel Holunder ist wohl nicht gut. Vielleicht ist er auch alkoholisiert, ne? Kann auch sein, dass das vergorene Bären schon waren. Gut. So, wir brauchen Wasser. So, steh auf. Nimm den Stock. Nimm den Stock. Nimm den Stock. Meine Güte, ey. So. Ui. Ganz schön tief das Wasser da. So. Ich glaube, wir sind hier in dem Gebiet, wo wir... Wo wir noch nicht waren, aber was daran angrenzt. Also ich glaube, in die Richtung kommen wir in dem Gebiet, wo wir schon mal waren. Wo wir die ganzen Kinder verloren haben. Und, den, und die Erwachsenen halt. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine neue Sehenswürdigkeit. Der Obstgarten. Ah ja, geil. Okay, gut, wir überspringen das. Ja, sehen wir hier auch. So, lass mal den Stock liegen. Nimm dir mal was zu essen. So, und dann nimm dir den Stock wieder. Okay, Orientierung, Orientierung, Orientierung. Da lang. Setzen das mal auf Erinnerung, damit wir das definitiv wiederfinden. Also man hört halt Vögel und so einen Spaß, aber man sieht zum Beispiel keine.
Oh, da sind Sachen, die er nicht kennt. Na dann. Abmarsch. Zum Identifizieren. Wo war das jetzt? Steck. Hä? War das weiter oben in den Bäumen? Das ist ein Karbock. Noch ein Versteck. Bin ich blöd? Das kennt er doch alles schon. Wo ist jetzt das Zeug gewesen, was wir nicht kennen? Bin ich bekloppt? Scheinbar schon. Keine Ahnung, wo das jetzt hin ist. Aber wie auch immer, immer noch keine anderen Affen. Das gibt's doch gar nicht. Es muss doch andere Affen hier geben. Habe ich hier einen fehlerhaften Spielstand? Ich habe mit Mörb gesprochen. Der meinte, man muss zum Ausgangspunkt zurückgehen, was wir ja gemacht haben. Aber da haben wir ja auch keine gefunden. So, gehen wir mal erstmal da hoch. Also keine Ahnung, wo jetzt das unbekannte Zeug sein soll. Na gut, okay, wir gehen mal da hoch. Oh, oh, unbekanntes Gebiet. Okay. Ui, 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 festhalten! Wir müssen da hoch. Wir müssen auf diesen Baum. Aber irgendwie war hier gerade unbekanntes Gebiet. Aber vielleicht geht das erst an der Kante los. Ich finde es auf jeden Fall cool, wie sich so der Dschungel so Schritt für Schritt verändert. Was ist das für ein riesiger Baum, ey? Krasser Scheiß. Ich will nicht wissen, wie alt der ist. Boah, schau mal an, was wir hier für einen geilen Überblick haben. Ist das geil? Ist es geil oder ist es nicht geil? Es ist schon ein bisschen geil. Also ohne Frage, auch wenn wir jetzt gerade unsere Ziele nicht irgendwie verfolgen können oder nicht erfüllen, weil wir einfach keine anderen freirennenden Affen finden. Oh, was haben wir jetzt hier entdeckt? Jetzt bin ich gespannt. So, Sehenswürdigkeit. Der Baumvater. Ja, okay, gut. Das kann ich so bestätigen. Was für ein riesiges Gewächs, ey. Und was für eine krasse Sicht wir hier haben. Aber auch hier. Erstmal nichts zu riechen, doch dort. Naja, wir gehen wieder mal runter. Ich glaube, wenn wir von hier oben runterfallen, dann sind wir auf jeden Fall tot. Deswegen mach mal langsam. Na, hier will er nicht runterklettern, warum auch immer.
Wir brauchen Wasser, ganz dringend auf jeden Fall. So, nimm den Stab wieder. Oh, das sind Bienen, oder? Das sind Bienen, aber wo kommt... Ja, ja, ich bin schon weg, ich tue euch nichts. Ich sehe den Bienenstock dazu nicht, muss ich sagen. Ich höre ihn auch nicht. Na gut, okay, wir müssen also jetzt irgendwie Wasser finden. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Schon ist nämlich eine Malerei, aber das ist ja mal nur Dreck oder so. So, ein bisschen die Orientierung verloren habe ich jetzt schon. Steine, Steine, Steine. So, hier sind wir. Ja. So, leg den Stock mal ab. Und geh mal ins Wasser und dann trink mal. Wenn man so einen Wassermangel hat, muss man teilweise ganz schön viel trinken hier. Ehe das sich dann wieder auf jeden Fall aufgeladen hat, so. Also man ist schon permanent eigentlich damit beschäftigt, sich also irgendwas, entweder essen, schlafen, trinken, Sachen zu suchen. Okay, so. Nimm deinen Stock. Hallo Schwein! Na? Na, ich bin. Ja genau, den wollte ich auch noch. Ah, Bienenstock. Was ist denn jetzt immer noch nicht genug zu essen oder was? Oh, hier sind auch Bienen. Oh, da hinten brennt es wieder. Ist das wieder ein Meteoriteneinschlag? Also das heißt brennt. Es ist, da ist Rauch zu sehen, sagen wir es mal so. Sehen wir eigentlich noch unter den Unterschlupf? Weil ansonsten habe ich jetzt ein tierisches Problem. Weil ich habe nämlich komplett die Orientierung verloren. Also ich würde vom Gefühl her sagen, irgendwo in die Richtung. Ah ja, da ist es doch auch. Das ist gar nicht so weit weg. Oh, ein Jaguar. Na, den haben wir ja gekonnt umgangen. Das ist ja mal praktisch. Den haben wir ja mal ganz gekonnt umgangen. Aber wir kommen unserer Problemlösung keinen Meter weiter. Oder keinen Schritt weiter. Oh, scheiße. Na, hier waren wir schon mal. Das kennen wir. Hier sind wir schon ein paar Mal verreckt. Ja, seht ihr das da hinten? Na, hier wird es da aber auch nicht runterfallen. Thank you.
also. Ja, was soll ich sagen? Hier. Kommen wir hier vernünftig runter? Ich muss echt mal nachschlagen, wie man an andere Affen rankommt. Oder halt mal irgendwo gucken, ob das irgendwo schon mal erklärt wurde. Oder ob man dann einfach tot ist. Also ob der Clan dann einfach gescheitert ist. Kann natürlich auch sein. Ah, komm. Hui. So, da hinten ist unser... Ist das ein Toter? Ich glaube, da liegt auch ein Toter, oder? Ja. Ah, ich glaube, ich erinnere mich an die Stelle hier. Da haben wir versucht, über den Fluss zu kommen und es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Oh. Hier geht's mal ordentlich runter. Scheiße. Das ist natürlich jetzt... a little bit of complicated. Hier gibt's Steine. Tote Bäume. Wasser. Und Schachtelhalme. So, der Punkt ist aber ja auch, so werkzeugtechnisch sind wir im Moment auch so ein bisschen eigentlich an der Grenze angekommen. Ich müsste mal überlegen, was wir überhaupt noch machen könnten. Okay, hier haben wir wieder ein neues Gebiet. Das können wir aber auch gleich mal noch freischalten. Und dann können wir uns ja mal auf den Weg zurück machen. Oh, was war das jetzt für ein Fokuswechsel? Wobei, auf der anderen Seite, wir brauchen uns eigentlich noch nicht auf den Weg zurück machen, weil... Solange wir keine neuen Affen finden, wird es schwierig. Na, haben wir noch was zum... Das haben wir alles schon. Wir müssten mal wieder ein Stück nach unten. So, geh ins Licht. Okay, erhol dich erstmal. Wo ist denn das scheiß Licht jetzt? Da ist das Licht. Wasser. Das ist ja schön. Ja, na. Oh, hier scheint irgendwie... Ach, da kommen wir nicht hin. Dann auf die andere Seite des Flusses. Aber er will ja, dass wir da hingehen. Das wird gerade ein bisschen schwierig. Oh, komm schon. You can do it. Raus hier. Okay, perfekt.
wir haben das Revier vergrößert. Sehr gut. Aber was für eine Überraschung auch. Hier gibt es keine Affen. Na gut, die Folge ist vorbei. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier speichern können. Eigentlich müssten wir mal gucken, dass wir uns irgendwie ein Bett bauen. Aber das ist hier tatsächlich gerade schwierig, weil es hier keine Bettbauutensilien gibt. Normalerweise steht das ja immer so ein bisschen hier rum. Aber hier jetzt gerade irgendwie nicht. Was ist das da drüben? Steht da einer? Nee. Das sieht ein bisschen so aus. Ich würde ja gerne ein Bett bauen, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht wie. Weil mir hier gerade die Zutaten dafür fehlen. Das ist jetzt gerade ein little bit of blöd. Mit P. Und ich muss zugeben, dass ich wieder die Orientierung verloren habe. Wir laufen jetzt gerade Richtung... Ach, da oben. Perfekt. Wir laufen jetzt gerade wieder Richtung... Grob Richtung eigener Unterkunft. Die ist da hinten. So, dann leg mal deinen Stock ab. Zack, ergreifen. Ablegen. Zack, ergreifen. Hier ablegen. Kann er jetzt schon bauen? Ne. Dann nimm den Stock nochmal. Wir brauchen also noch mehr Zutaten. Ach, hier ist er noch mehr. Okay, dann ablegen. Bauen. So, hier leg ab. Bauen und zack, 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 zack. Sehr gut. Nee, hinlegen sollst du dich einfach nur. Evolution machen wir noch fix. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen frei. Oder eine besser gesagt. Sensorische Transduktionsgeschwindigkeit. Ist die Verbindung hergestellt, erhöht sich die Geschwindigkeit für die Konzentration auf einen harmlosen Geruch. Okay, dann lernen das mal noch. Perfekt. Ansonsten... Ja, können wir nicht so viel machen. Gehen wir hier mal raus. Ich hoffe, er speichert. Er hat gespeichert. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Eure Hilfe ist jetzt hier wirklich mal gefragt. Also wenn ihr wisst, wo ich oder wie ich andere Affen finde, die ich in meinen Clan eingliedern kann, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Parsival, Kedö, Kulle, Krongsturm und 122er. Wenn ihr Ancestor selber spielen wollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.